Willkommen zum zweiten Teil des Videos über das Gestalten von Tabellen. Im ersten Teil hast du eine wichtige Gestaltungsrichtlinie für wissenschaftliche Arbeiten kennengelernt, den APA-Style. Im zweiten Teil zeige ich dir an einem Beispiel einige Feinheiten. Folgende Tabelle stellt die Umweltauswirkungen der Herstellung einiger ausgewählter Werkstoffe in verschiedenen Schädigungskategorien zusammen. Die erste Spalte, auch Vorspalte genannt, teilt die Werkstoffe in zwei Gruppen ein: Stahl und Kunststoff. Damit man zweifelsfrei erkennen kann, wo die Trennung der Werkstoffe in ihre einzelnen Gruppen verläuft, sollte man hier eine horizontale Linie einfügen. Schauen wir genau hin. In der ersten Spalte wird diese Linie nicht benötigt. Schließlich weiß man, dadurch, dass man Stahl und Kunststoff aufzählt, dass es sich um unterschiedliche Gruppen handeln muss. In den restlichen Spalten dagegen wird die Trennung benötigt, um die Zugehörigkeit zur Gruppe erkennen zu können. Beispielsweise, dass Polyamid, Polyethylen und Polypropylen zur Gruppe der Kunststoffe gehören. Weiter geht's. In dieser speziellen Tabelle wiederholen sich Angaben der ersten in der zweiten Spalte. Denn bei nicht rostendem Stahl dürfte klar sein, dass er in die Werkstoffgruppe Stahl fällt. Kann man da nicht was vereinfachen? Beispielsweise die erste Spalte weglassen? Dadurch wird unsere Tabelle schmäler und übersichtlicher. Leider fehlt uns dann eine Art Überschrift für die verschiedenen Kunststoffe. Laut APA-Style können wir gruppierende Elemente aber auch als Überschriften einfügen, genau wie in Textdokumenten. Um zu kennzeichnen, dass es sich bei Kunststoff um eine Überschrift handelt, rücken wir die Elemente der untergeordneten Ebene nach rechts ein. Der nicht rostende Stahl kann auf erster Ebene bleiben und wird folglich nicht eingerückt, da er das einzige Element auf dieser Ebene ist. Schon haben wir unsere Tabelle um eine Spalte verschmälert, ohne Informationen zu verlieren. Das erhöht die Übersichtlichkeit. Außerdem passen Tabellen mit weniger Spalten so besser auf die Seitenbreite deiner Ausarbeitung, ohne dass du die Schriftgröße reduzieren oder die Tabelle um 90 Grad drehen musst. Ist es dir aufgefallen? Sogar die horizontale Trennlinie im Datenblock brauchen wir nicht mehr, wenn wir die Reihen hierarchisch gliedern. Die leeren Datenfelder hinter der Überschrift Kunststoffe übernehmen dabei diese Funktion. Was können wir hinsichtlich Übersichtlichkeit noch verbessern? Klar, tauchen in tabellentechnische Arbeiten physikalische Größen auf, können wir genauso gut deren Formelzeichen verwenden. Der Vorteil? Selbst wenn Sie die Sprache des Dokuments nicht verstehen, haben fachkundige Leser eine leise Ahnung, um was es geht. Die Einheiten gibt man im Spaltenkopf als Divisor eines Quotienten an. Dividend ist die entsprechende physikalische Größe. Teilt man die Größe durch ihre Einheit, ist das Ergebnis logisch einheitenlos. Deshalb stehen die Werte in den nachfolgenden Reihen ohne Einheit. Das ist praktisch. So muss man die Einheiten nicht in jeder Reihe wiederholen. Mehr dazu kannst du im Video über Achsenbeschriftungen lernen. Sind die Formelzeichen nicht geläufig, kannst du sie namentlich in der Legende unter der Tabelle aufführen. In dieser Tabelle spricht auch nichts dagegen, die Kurzzeichen der Kunststoffe nach DIN EN ISO 1043 Teil 1 statt ihrer ausgeschriebenen Bezeichnungen zu verwenden. Zur Klarheit kannst du wiederum in der Legende zeigen, was die einzelnen Kurzzeichen bedeuten. Auch das spart Platz. Unsere Tabelle ist so in der Breite beachtlich abgemagert. Was fehlt? In der Tabelle wurde die erste Spalte, auch Vorspalte genannt, linksbündig, alle nachfolgenden Spalten zentriert gesetzt. Für Textspalten gilt dies konventionsgemäß. Zahlenkolonnen sollten allerdings dezimalkommabündig platziert werden, also so, dass ihre Dezimaltrennzeichen untereinander ausgerichtet werden. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
Jetzt muss die Tabelle nur noch in den Text eingebunden werden. Dazu erhält sie eine fortlaufende Tabellennummer und eine Tabellenüberschrift. Sollten die Daten von jemand anders stammen, darfst du natürlich nicht vergessen, dies kenntlich zu machen. Diese Umweltkennwerte sind übrigens ein Auszug aus dem Buch Materials and the Environment von Michael Ashby. Zufrieden mit dem Ergebnis? Vielleicht hast du ja in diesem Video auch was dazugelernt. In diesem Fall darfst du es gerne liken.